Dass Studenten demonstrieren, ist nicht wirklich neu. Denn an den Hochschulen herrscht der Ausnahmezustand. Denn hier findet ein Protest statt, der massiv von der Unimarketing GmbH und dem Präsidium vereinnahmt wurde. Rechnungstrick, muss man sagen, der darin besteht. Dass die Hochschulleitung selbst die Studenten zur Demo auf die Straße schickt, ist eher ungewöhnlich. Wer bei den bisherigen Bildungsprotesten in Hamburg dabei war, wird sich wundern. Und mehrere tausend kamen. Studenten, Professoren und sogar die verschiedenen Hochschulpräsidenten. Die Präsidien der anderen Hochschulen laufen im wahrsten Sinne einfach mit. Das, was ein bisschen besonders ist, dass der Präsident das geschafft hat, eben seine Mitarbeiter vom Student bis hin zum Professor alle hier zusammenzukriegen. Der ganz große Protest. Es geht ihnen dabei nicht um eine offene, demokratische Uni, in der selbstbestimmte oder gar kritische Bildung stattfindet. Mit Spannung erwartet wird die öffentliche Sitzung des Wissenschaftsausschusses, bei der die 6 Universitätspräsidenten zu der Sparpolitik angehört werden. Hier geht es um eine Universität, in der Bildung als Ware gedacht wird, wo neoliberales Denken die Strukturen, die Arbeit, Forschung und Lehre bestimmt. Ärger bei den Studierenden, weil die Sitzung auf Druck der Innenbehörde vom Audimax in den Festsaal des Rathauses verlegt wurde. Im Audimax hätte es allein über 1600 Sitzplätze gegeben, im Gegensatz zu den 350 Plätzen im Festsaal. Betrachtet man den Zustand der Freien Universität in Berlin, die Lenzen als damaliger Präsident ökonomisiert hat, sollten wir uns überlegen, wer hier wen für welche Zwecke instrumentalisiert. Nach der Demonstration tagte im Rathaus der Wissenschaftsausschuss. Hier haben die Hochschulpräsidenten der Politik noch einmal dargelegt, wie unterfinanziert Hamburgs Hochschulen aus ihrer Sicht sind. Die Protestaktionen sollen in den nächsten Tagen weitergehen. Professoren halten Vorlesungen unter freiem Himmel und Studenten wollen auf dem Rathausmarkt kampieren. Direkt nach der Demonstration bauten einige Studierende ihr Protestcamp auf dem Rathausmarkt auf. Das Protestcamp soll Möglichkeiten für Gespräche und weitere Ideen schaffen. Ein offenes Bildungsangebot für alle. Denn eine Universität soll jedem Menschen unabhängig von Herkunft und Geldbeutel offenstehen. Die geplanten Kürzungen sowie der derzeitige Umgang mit Bildung und Lernen in dieser Gesellschaft stellen die Universität als solche in Frage. Eine Volksküche bot heiße Suppe an. Mehrere Male forderte die Polizei die Studierenden auf, den Platz wieder zu verlassen. Als nicht alle sofort aufbrachen, kamen sie behelmt und dann wurde eben Pfeffer gesprüht. Der Rathausmarkt wird zur Bannmeile erklärt. Die Polizei hat ihn mit Gittern abgesperrt. So zogen die Studierenden das Protestcamp unweit vom Rathaus am Jungfernstieg auf. Wir wollen mehr als nur gegen die Kürzungen zu demonstrieren. Für die Ausfinanzierung der Hochschule. Für sofortige Gebührenfreiheit. Für die radikale Reform des Bachelor-Master-Systems. Für die grundlegende Redemokratisierung der Hochschulen. Am Jungfernstieg weht jeder einzelne Windstoß die Planen. Die Regenpfützen, die sich in ihrer Mitte gesammelt haben, platschen herunter. Da helfen auch die Fahnenmasten wenig, an denen das Protestcamp in Schnüren befestigt ist. Die Studierenden lassen sich davon nicht irritieren. Sie sitzen, die Kapuzen ins Gesicht gezogen und in Decken gehüllt, auf den Steinboden verteilt. Der Sozialökonom hält einen Vortrag zur Geschichte der sozialen Bewegung. Die Mühe der Häuser, sie so zu bauen, dass sie zu den Menschen passen, die in ihnen wohnen. Denn dann hätte man ja vor lauter verschiedenen Häusern bauen müssen. Dann hätte man ja lauter verschiedene Häuser bauen müssen. Es war viel billiger und vor allem zeitsparender, die Häuser alle gleich zu bauen. Im Norden der Großstadt. Es stehen weitere Vorlesungen und Diskussionen auf dem Programm. Zwischendurch gibt es auch Nudelsalat und Schließ in Karmen. Ein Backgammonbrett und Spielkarten werden rausgeholt. Ob die Schlafsäcke in dieser Regennacht dicht halten werden, ist ungewiss.
Karten. Wie empfindet ihr das Camp-Leben denn so? Schön, wunderbar. Was ist das für ein Bier? Wie viel was Bier raus? Bei diesem wunderschönen Wetter. Sonnenschein, 30 Grad im Schatten, kein Wind. Moment, welches? Wir hatten ja jetzt am Wochenende den Recht auf Stadtkongress hier in Hamburg. Das ist keine Bewegung, die sozusagen verschwindet in kürzester Zeit. Dreht einer mal die Kassette um. Das ist doch etwas völlig anderes. Nein. Sie wollen doch, machen wir doch jetzt klar, dass Sie, nehmen Sie bitte die Kamera weg. Die machen wir, Sie haben null Ahnung von Wirtschaft. In der Nacht um 2 Uhr laden 5 Lastwagen Kartons voller Gurken, Salat und Kohlrabi-Köpfen auf den dunklen Rathausmarkt aus. Ein Zeichen wolle man setzen, da wegen der EHEC-Epidemie keiner mehr solches Gemüse kaufen mochte. So zwangen Umsatzeinbußen von bis zu 80% die Betriebe in die Knie. Eine Katastrophe, die für viele zur Existenzkrise wird. Nun wollen die Händler lieber an die Hamburger verschenken, anstatt alles wegzuwerfen. Gurkenfressaktion. Jetzt habe ich diesen Gurkengeschmack vermischt, den Mama mir die ganze Zeit verboten hat. Hallo? Hier, guck mal. Sehr gut, dass Sie noch da sind. Auf dem Rathausmarkt können die Hamburger Gemüseerzeuger ihre Ware aber dann doch nicht loswerden. Wegen der Bahnmeile werden sie von Polizisten verwiesen. Noch ahnen sie nicht, dass Stunden später in Berlin verkündet wird, die tagelange Warnung vor Gurken, Salat und Tomaten wird aufgehoben. Das ist auch der Kämpfer der Proteste. Nein, aber es aufgrund von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung müssen beschränkende Auflagen erlassen werden, um diese abzuwehren. Auflagen: ein Wetterschutz in Form eines Pavillons, maximale Größe 3x3 Meter, kann für die Versammlungsteilnehmer, also die 40 Genehmigten, die hier schlafen dürfen, ab 9.26 Uhr bis zum 10.66 Uhr als Wetterschutz aufgestellt werden.
Falle der Zuwiderhandlung gegen die Auflagen kann die Versammlung auch unter Anwendung unmittelbaren Zwangs aufgelöst werden. Wasserwerfer. Wer sich nicht in geschlossenen Räumen, sondern unter freiem Himmel versammelt, setzt sich zwangsläufig der jeweils herrschenden Witterung aus. Das Grundrecht der Versammlungsfreiheit gibt dem Einzelnen deshalb kein Recht auf optimale Bedingungen durch Aufstellung eines Zeltes als Regen-, Witterungs- und Wärmeschutz. In diesem Fall hat der Aufbau von Zelten keine funktionale Bedeutung für die neu angemeldete Versammlung. Somit sind die Zelte nicht versammlungsimmanent und der Aufbau stellt eine Sondernutzung nach dem Weggesetz dar. Wir haben jetzt von der Polizei eben den Bescheid gekriegt, dass wir eher die Infrastruktur abbauen müssen, bestehend aus Zelten, Planen und Ähnlichem. Wir haben uns darauf jetzt vorbereitet. Wie man sieht, hier hinten alles leer, bis auf die offensichtlich Transparente. Die sind alle mit Inhalt gefüllt. Ja. Der sich jetzt auch auf unser geändertes Motto bezieht, das jetzt nämlich sich aus aktuellem Anlass vor allem auch gegen die Überwachung richtet, die uns hier entgegengebracht wurde, führt es der Verkehrskamera um. Ja, und jetzt haben wir noch ein bisschen mehr als eine halbe Stunde, bis die Polizei anrückt und dann schauen wir, wie das läuft. In der Zwischenzeit lese ich kurz aus dem Grundgesetz Deutschlands Artikel 8 zur Versammlungsfreiheit. In den Europäischen Menschenrechtskonventionen steht, dass alle Menschen das Recht haben, sich zu versammeln. Ich hab's auch jetzt gesehen. Ja. So kann es bleiben. Okay? Ja, dann freue ich mich, dass es so über die Bühne gegangen ist und dann schönen Abend noch. Das ist der Betrag des Reallohns, das heißt des Lohns, gemessen durch das Warenquantum. Kann das nicht anders sein, wegen der fortwährenden Wechsels in der Akkumulation des Kapitals und der Produktivkraft der Arbeit. Und Deutschland. Im ZDF Ihr Auftrag Peter Pater Castell mit dem unvermeidlich schleimigen Francis Golden Smith, auf RTL Alarm für Kuppa 11 und auf Pro7 Germany Next Topmodel. Sowie auf dem 4. Die Kamera zu den vergangenen Tagen. Ich habe Hunger. Hunger? Die Menschen sind ziemlich kaputt, weil in der Stadt zelten ist ziemlich ungewöhnlich. Habt ihr noch was zu sagen zu den vergangenen 3 Tagen? Ich bin müde, ich will was Vernünftiges essen, aber es war richtig toll. Ich liebe Kapitalismus, da ich Hanseat bin. Oh. Okay. Oder mehr so.